Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. In diesem Video sprechen wir über den DESI-Empfehlungsplan und schauen uns alle Einzelheiten dazu an. Zunächst einmal der Haftungsausschluss. Ich bin kein Finanzberater und dieses Video soll keine Finanzberatung darstellen. Die Teilnahme im Crowdfunding stellt keine Handelsinvestition dar und die Verifizierung wird nicht notwendig sein, wenn man im Smart Contract teilnehmen möchte. Allerdings wird sie notwendig sein, wenn man später die Aktien von Endotech besitzen möchte. Die Handelskonten werden zum Testen und Entwickeln verwendet und die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Bis zu 46% aller Geldmittel im Smart Contract werden für den Empfehlungsplan verwendet. So, welche Belohnungen gibt es denn für die Teilnehmer, für die Beitragenden? Es wird 10 Crowdfunding-Pakete geben und das kleinste Paket beginnt mit 100 Dollar. Jeder Beitragende erhält einen gleichen Anteil aus dem 5% globalen Endotech-Aktientopf. Ja, das heißt, diese Aktien werden gleichmäßig unter allen Teilnehmern verteilt. 50-70% aller Beiträge fließen in den Handel. Der Handel wird dazu verwendet, um die KI-Technologie weiterzuentwickeln. 70% der Handelsgewinne gehen zurück an die Beitragenden und 15% der Handelsgewinne gehen zurück in den Empfehlungsplan. Alle Handelsprämien, alle Handelsgewinne können jederzeit ausgezahlt werden. Und jeder Teilnehmer ist dazu berechtigt, am Empfehlungsplan teilzunehmen. Und bis zu 46% aller Beiträge fließen in den Empfehlungsplan. So, für die Verteilung wird ein sogenannter Smart Contract, ein intelligenter Vertrag, verwendet. Und dieser basiert auf Tron. Und wir reden noch einmal über die Tron Blockchain. Aber zunächst einmal reden wir über den Workflow oder beziehungsweise über den Ablauf. Das Ganze läuft so ab, dass wir eine Tron Wallet verwenden werden. Wir werden einen sogenannten Stablecoin USDT draufladen. Ja? Und dieses Geld wird dann in den DESI Smart Contract fließen. Ja? Ein Teil geht in den KI-Handel. KI steht für künstliche Intelligenz. Und das werden 50-70% des Beitrages sein. Und der andere Teil, und das werden bis zu 46% sein, fließen in den Empfehlungsplan. Aus diesem Live-Handel-Konto gehen die Gelder zu Endotech. Und zwar wird das in die Binance- bzw. Gemini-Konten von Endotech fließen. Und sobald Endotech Gewinne generiert, bekommen oder werden 85% der Handelsgewinne wieder zurück in unsere Wallet fließen. Ja? Also 70% der Handelsgewinne an uns und 15% gehen wieder in den Empfehlungsplan. Ja? Und ja, der Empfehlungsplan absorbiert quasi 46% des Beitrages und diese bis zu 46% geht wieder zurück an die Teilnehmer in Form von Provisionen. Ja. So, warum die Tron Blockchain? Naja, diese Blockchain ist eine der schnellsten und eine der günstigsten, was die Transaktionen anbetrifft. Es ermöglicht eine automatisierte Interaktion zwischen allen Mitgliedern. Man braucht keinen Mittelsmann, der die Kontrolle hat und alles ist hundertprozentig transparent. Ja. Man kann alle Transaktionen nachvollziehen über den Blockchain Explorer, zum Beispiel Tronscan. Ja. Und ja, diese Blockchain ist unendlich skalierbar. Und ja, die Transaktionsgebühren sind sehr gering im Vergleich zu vergleichbaren Blockchains, wie zum Beispiel Ethereum. Und außerdem ist Tron eine aufstrebende und dezentrale App-Plattform mit einer großen Zukunft. So. Eine sehr oft gestellte Frage ist, kann ich hier passiv teilnehmen? Das heißt, kann ich hier Geld verdienen, ohne DESI weiterzuempfehlen? Die Antwort ist ja. Und zwar gibt es dafür drei Möglichkeiten.
einmal der Kapitalbesitz, das heißt, man erhält die Endotech-Aktien, die man in Zukunft verkaufen könnte, wenn Endotech an die Börse geht. Wenn nicht, dann werden diese Gelder in Form von Dividenden wieder an die Teilnehmer zurückgezahlt. Zweitens, es gibt Handelsbelohnungen, das heißt, potenzielle Gewinne aus dem KI-Handel werden an die Teilnehmer ausgeschüttet. Und drittens, es gibt einen möglichen Matrix-Spillover. Über Spillover reden wir noch einmal. Hier gibt es die Möglichkeit, bis zu 48% passiv zu verdienen. Die ersten zwei Generationen in der Matrix haben keine Voraussetzungen. Das heißt, hier muss man nicht weiterempfehlen. Hier kann man über das potenzielle Spillover verdienen. Ja, und in den ersten zwei Generationen sind 12 Teilnehmer. Wenn jeder in den Stufen 1 bis 7 teilnimmt, dann bekommen wir jeweils 4% und 12 mal 4 sind 48%. Ja. Wenn wir dann über Stufen 8 bis 10 reden, hier sind es 2%, allerdings auf einen höheren Betrag. Und hier können wir 12 mal 2, also 24 Prozent verdienen. Ja. Alles klar, hier sind die einzelnen Stufen, die Crowdfund-Stufen. Und wie schon erwähnt, die beginnen bei 100. Ja, das ist das kleinste Paket. Und in den Paketen 1 bis 10, 1 bis 7, Entschuldigung, geht 50% in den Handel. Und bei den Paketen 8 bis 10 sind es 70%, die in den Handel fließen. Ja? Das heißt, wenn wir alle 10 Stufen gekauft haben, haben wir 102.300 Dollar ausgegeben. Und davon gehen 69.070 Dollar in den Handel und die restlichen Gelder fließen in den Empfehlungsplan, in Daisy Crowd. Ja, also Daisy Fund ist der Handel und Daisy Crowd ist der Empfehlungsplan. Und das sind jeweils die Aktienanteile, die man pro Pakete bekommt. Ja, im Paket 1 ist es ein Anteil, im Paket 2 sind es drei Anteile und so weiter und so fort. Alles klar. So, ja, der Empfehlungsplan sieht folgendermaßen aus. Hier gibt es neun Möglichkeiten, Provisionen zu verdienen. Einmal die Vorabprovisionen, das heißt beim Abschluss, sofort nachdem ein Teilnehmer einen Beitrag geleistet hat. Ja. Und zwar gibt es hier verschiedene Boni. Einmal die 3x10 erzwungene Matrix, über die werden wir nochmal sprechen. Dann gibt es den persönlichen Empfehlungsbonus. Dann wird es den Matrix-Checkmatching-Bonus geben und zwei verschiedene Pacesetter-Boni. Ja. Das passiert am Eingang, also vorab, und am Ausgang, also wenn die Teilnehmer dann Gewinne mitnehmen, gibt es einmal den Handelsbonus. Der wird über 10 Generationen bezahlt und jeweils zwei Pacesetter-Boni-Möglichkeiten. Ja? Und zu guter Letzt gibt es den Aktienkapitalbonus. Über den sprechen wir aber im Detail. Alles klar. Gut, zunächst einmal möchte ich über den persönlichen Empfehlungsbonus sprechen. Der ist 5%. Und zwar muss man hier keine Voraussetzungen erfüllen. Man muss nicht, wie ihr das später sehen werdet, nicht das gleiche Paket haben wie der Partner. Das heißt, man kann hier mit Paket 1 teilnehmen und Provisionen von Paketen, ja, meinetwegen 7, 8, 9, 10 bekommen. Ja. In der Matrix wird es dann aber wichtig sein, welches Paket man hat. Darüber sprechen wir gleich noch einmal. Also einmal der Empfehlungsbonus, 5%. Und bevor wir dann über die Matrix sprechen, möchte ich euch zeigen, wie die erzwungene Matrix funktioniert. Und zwar gibt es in jeder Generation eine bestimmte Anzahl von Partnern. Das heißt, die erste Generation hat maximal drei Teilnehmer. Also wenn jetzt mehr Teilnehmer dazukommen, werden die runtergezwungen, ja, die werden runtergedrückt
in die Generation 2. In der Generation 2 haben wir dann 9 Teilnehmer. Und mit jeder Generation wird die Anzahl der Teilnehmer verdreifacht. Ja? Das heißt, die Generation 3 wird dann 27 Teilnehmer haben. Ja? Und auf der rechten Seite seht ihr, wie der Spillover funktioniert. Ja? Also wenn das ihr seid, ja, gelb, und ihr habt jetzt die erste Generation schon voll, ja, der vierte Teilnehmer, der wird runtergedrückt in die Generation 2. Ja? Und es werden immer Lücken gesucht. Ja? Wenn hier zum Beispiel eine Lücke ist, ja, da wird der Teilnehmer reingedrückt quasi, der von diesem Teilnehmer empfohlen wird. Ja? Weil in der ersten Generation ist kein Platz mehr. Der Spot ist gefüllt, der Spot ist gefüllt, der Spot ist gefüllt. Das heißt, der Teilnehmer wird hier reingedrückt in die nächste verfügbare Position. Ja? Alles klar. Gehen wir zum nächsten Schritt. Und zwar reden wir jetzt über die, ja, die nennt sich Dynamic Compression auf Englisch. Auf Deutsch würde man wahrscheinlich sagen, eine dynamische Verdichtung. Ja? Das heißt, hier ist es wichtig, mit welchem Paket ihr teilnehmt. Wenn ihr einen Partner geworben habt, der zum Beispiel Paket 3 hat mit $400, ja, und ihr habt aber nur Paket 2 mit $200, dann wird es keine Provision für euch geben. Ja? Das heißt, in der Matrix ist es wichtig, das gleiche oder ein höheres Paket zu haben als der Partner, der jetzt einen Beitrag leistet. Ja? Und bei dem direkten Empfehlungsbonus ist es aber irrelevant. Ja? Da wird es keine Verdichtung geben. Das heißt, ihr könnt mit Paket 1 könnt ihr Provisionen von Paket 1 bis 10 bekommen. Ja? Aber in der Matrix ist es sehr wichtig, welches Paket ihr selbst habt. Ja. So, kommen wir zu der Matrix. Und zwar zeige ich euch zunächst einmal die ersten 2 Generationen. Es gibt insgesamt 10. Die ersten 2 haben keine Voraussetzung, um Matrix-Provisionen zu bekommen. Das heißt, man muss 0 Partner gewinnen und die müssen 0 Beitrag gezahlt haben. Ja. Das Ganze kann über Spillover passieren. Ja? Das heißt, ihr könnt potenziell 3 und 9 Teilnehmer als Spillover bekommen von eurem Sponsor. Ja? Das heißt, das ist empfehlenswert, einen starken Sponsor, einen aktiven Sponsor zu finden, der euch mit Spillover versorgen kann. So, in den ersten 2 Ebenen gibt es jeweils 4% auf die Pakete 1 bis 7 und auf die Pakete 8 bis 10 gibt es jeweils 2%. Aber hier sprechen wir von höheren Summen. Ja? Wenn auch die Prozente geringer sind, die Paketgröße ist ja, höher. Okay, wenn alle 3 Teilnehmer in der ersten Generation einen $100-Paket kaufen, dann bekommt ihr insgesamt $12. Ja? Also 3 mal $4. Wenn jetzt alle Partner aus der 9. Generation einen Paket 1 kaufen, dann reden wir von insgesamt $36 Provision. Wenn alle 3 in der ersten Generation alle 7 Stufen kaufen, ja, dann ist das, was ihr potenziell verdienen könnt, $1,524. Wenn alle 3 Stufen 1 bis 10 erwerben, dann bekommt ihr insgesamt $5,376. So, schauen wir uns mal Ebenen 3 bis 10 an. Also 10 ist die maximale Anzahl von Ebenen in dieser Matrix. Und ab Generation 3 muss man sich für diese Generationen jeweils qualifizieren. Ja? Um
die Generation 3 zu entsperren, muss man 3 direkte Teilnehmer empfohlen haben, die insgesamt einen Beitrag von mindestens $1,000 geleistet haben. Und diese $1,000, die können sich ungleichmäßig auf die 3 Teilnehmer verteilen. Also meinetwegen kann einer 800 beitragen und die anderen 2 jeweils 100. Und so haben wir insgesamt 1.000. Und es können insgesamt maximal 27 Teilnehmer in der Generation 3 befinden. Und von den Stufen 1 bis 7 bekommt man 3% und Stufen 8 bis 10 jeweils 1,5%. Also in den ersten beiden Generationen sind es 4% auf die Pakete 1 bis 7 und 3 bis 8 sind 3%. Und dann unten in den unteren Generationen 9 bis 10 sind das wieder 4%. Also der gewichtete Durchschnitt wäre bei ungefähr 3,8, weil die unteren 2 Generationen die größten sind, was die Anzahl der Teilnehmer anbetrifft. Ja. So, ja, und wenn alle 10 Generationen gefüllt sind, ja, wenn ihr insgesamt, und das ist rein hypothetisch, wenn ihr insgesamt 88.572 Teilnehmer habt, ja, und alle diese Teilnehmer Stufen 1 bis 7 gekauft haben, dann ist das, was ihr potenziell verdienen könnt. Und ja, das ist sehr hypothetisch, ja, aber in Theorie könnte man insgesamt, wenn man jetzt alle 10 Generationen gefüllt hat und alle Teilnehmer alle 10 Stufen gekauft haben, dann könnte man theoretisch insgesamt fast $200 Millionen verdienen. Ja. So die Theorie. Alles klar. Das wäre die Matrix. Nun schauen wir uns einmal an, wie der Matrix-Check-Matching-Bonus aussieht. Und zwar bekommt man hier 10% von allen Matrix-Provisionen des direkten Partners. Ja? Gehen wir mal davon aus, dass wir uns für die gleichen Generationen qualifiziert haben wie unser direkter Partner. Dann bekommen wir 10% von seinen ganzen Matrix-Einnahmen. Ja? Und zwar bekommen wir immer die 10% von den Generationen, für die wir uns qualifiziert haben. Das heißt, wenn unser Partner sich für 7 Generationen qualifiziert hat, wir aber nur 5 Generationen entsperrt haben, dann bekommen wir 10% auf seine Verdienste aus diesen 5 Generationen. Ja? Also es ist ganz wichtig, für welche Generation man sich hier qualifiziert hat. Ja? So, also 10% von allen seinen Matrix-Provisionen. So, es wird eine Karenzzeit geben für Teilnehmer oder eine Zwischenfrist von 48 Stunden. Das heißt, in den ersten 48 Stunden nach der Anmeldung, ja, muss man sich nicht für die jeweiligen Generationen qualifizieren. Das heißt, alle 10 Generationen werden euch zur Verfügung stellen. Ja, alle 10 Ebenen werden freigeschalten sein. Und zwar 48 Stunden nach der Anmeldung. Es wird noch eine zusätzliche Aktion geben von Daisy. Und zwar gilt es für all die, die dieses Video vor dem Relaunch von Daisy anschauen. Und dieser Relaunch wird Ende März stattfinden. Ja. Da wird es 5 Tage, wo ist mein... Da werden wir 5 Tage Karenzzeit haben. Ja? Also direkt nach dem Start werden 5 Tage lang alle 10 Matrix-Generationen freigeschaltet sein. Ja? Das ist so eine spezielle Aktion für die, die jetzt so lange auf den Relaunch warten. Das ist quasi so eine Art Kompensation für alle Teilnehmer, die jetzt auf den Daisy Neustart gewartet haben. Ja. Wenn ihr also direkt nach dem Start oder direkt zum Neustart euch anmeldet oder beziehungsweise wenn ihr auch schon Teilnehmer seid, das gilt für beide, für existierende Teilnehmer und für die, die sich neu anmelden, dann habt ihr 5 Tage Zeit. Ja.
Wenn ihr euch einen Tag nach dem Neustart anmeldet, dann habt ihr eben nur 4 Tage. Wenn ihr euch 2 Tage nach dem Neustart anmeldet, dann habt ihr 3 Tage. Okay? Das sind also 5 Tage. Und wenn ihr euch irgendwann später anmeldet, wenn diese Aktion vorbei ist, dann sind es 2 Tage, also 48 Stunden. Ja? So ist das hier zu verstehen. So, ja, es wird noch den passiven Bonus geben, auf Englisch Residual Trading Bonus. Das heißt, immer wenn eure Partner in den jeweiligen 10 Stufen Gewinne mitnehmen, bekommt ihr einen Prozentsatz davon. Ja, also wenn, und dieser Empfehlungsplan folgt dem Unilevel-Prinzip. Ja. Das sind hier nicht die Matrix-Generationen, das ist der Unilevel, die Unilevel-Struktur. Das heißt, die direkten Partner sitzen dann in der ersten Ebene, ja, und die Partner der direkten Partner sitzen dann in der zweiten Ebene. Also hier ist es, das ist keine Matrix, wo man 3, 9, 27 Teilnehmer hat. Hier können 100 Teilnehmer in der ersten Ebene sitzen. Und wenn jeder von diesen 100 nochmal 10 hat, dann sitzen in der zweiten Ebene 1000. Ja? Also so ist es zu sehen. Allerdings folgt die Qualifizierung der Matrix-Qualifizierung. Also wenn ihr jetzt in der Matrix 4 Ebenen oder 4 Generationen, besser gesagt, freigeschaltet habt, dann bekommt ihr den Unilevel-Bonus auf 4 Ebenen. Okay? In der ersten Ebene sind es 3,5%. Das heißt, wenn der direkte Partner jetzt 1.000 Dollar auszahlt, bekommt ihr 35 Dollar davon. Ja? Wenn der Partner in der dritten Ebene 1.000 Dollar auszahlt, dann bekommt ihr 10 Dollar. So ist es zu sehen. Und ja, die ersten 2 Stufen sind automatisch freigeschalten, weil da muss man ja sich nicht qualifizieren. Ja? Und die Stufen 3 bis 10 folgen den Matrix-Regeln. Ja, die dynamische Komprimierung bzw. die Verdichtung, die gilt hier auch. So, und es gibt keine Begrenzung. Das heißt, es gibt keinen Maximalbetrag, den ihr hier verdienen könnt. So, der Pacesetter-Boni. Also hier wird es richtig, richtig interessant. Und zwar, wenn ihr in den ersten 30 Tagen eine bestimmte Ebene freischaltet, meinetwegen Ebene 4, wo man 6 direkte Partner benötigt und 2.000 Dollar Gesamtumsatz, dann bekommt ihr Ebene 5 geschenkt. Ja? Wenn ihr meinetwegen 9 Generation freigeschaltet habt, dann bekommt ihr die 10. Generation geschenkt. Okay, so ist der Pacesetter-Boni zu sehen, der Pacesetter-Bonus zu sehen. Ja? So, welchen Anreiz haben Teilnehmer jetzt alle 10 Generationen freizuschalten? Weil wenn man 9 freischaltet, bekommt man die 10. geschenkt. Eine sehr gute Frage. Wenn man alle 10 Ebenen oder alle 10 Generationen innerhalb von 30 Tagen freischaltet, dann bekommt man Zugang zu einem globalen Pacesetter Goldtopf. Ja? Es werden zusätzliche 1,8% zur Verfügung gestellt, all diesen Menschen, die Pacesetter Gold erreichen. Ja? Das heißt, wenn jetzt in dem Crowdfunding ja, meinetwegen 1 Million Dollar eingesammelt wurden, dann werden diese 1,8%, wie viel sind das, 180.000? Wahrscheinlich 18.000. Die werden dann unter allen Pacesetter Gold-Teilnehmern aufgeteilt. Und am Ausgang bei den Handelsgewinnen wird es einen globalen Topf von 1,25% geben. Und dieser wird unter allen Pacesetter Gold-Teilnehmern aufgeteilt. Zusätzlich wird es einen 5% Aktienpool geben, ja, zusätzlich zu den anderen 5%, die unter allen Pacesetter Gold-Teilnehmern aufgeteilt werden. Das Ganze haben wir nochmal
so dargestellt, dass das Ganze vielleicht besser verdeutlicht. Und zwar auf der linken Seite sehen wir den Pasted Gold. Ja? Dieser muss 10 Generationen freigeschaltet haben in 30 Tagen. Ja? Und der bekommt dann einen gleichmäßigen Anteil aus diesem globalen Topf. Ja? 1,8% der Beiträge, 1,25% der Handelsgewinne und 5% des globalen Endotech-Aktienpaket. Ja? So, jetzt kommt aber die nächste Stufe. Und die nächste Stufe ist der Paysetter Leadership Bonus. Ja? Das heißt, wenn man 3 Partner hat, ein Paysetter Gold, 2, 3, also wenn man 3 Paysetter Gold hat, ja, bekommt man Zugang zu dem Paysetter Leadership Topf. Ja? Und das sind nochmal 1,8, 1,25 und 5% der Unternehmensanteile. Ja? Wenn man jetzt 3 Paysetter Gold hat, dann bekommt man einen Anteil. Also wenn es zum Beispiel 10 Paysetter Leadership Qualifizierte gibt, ja, und ihr habt einen Anteil, dann bekommt ihr 1/10 aus diesem globalen Topf. Wenn ihr aber 6 Paysetter Gold habt, ja, dann habt ihr 2 Anteile. Das heißt, ihr bekommt 2/10 aus dem globalen Topf. Ja. 1,8 aus Crowdfunding, 1,25 aus den Handelsgewinnen und einen gleichmäßigen Anteil aus den 5% der Unternehmensanteile. Das heißt, hier wird es richtig, richtig lukrativ, wenn man diese Voraussetzungen hier erfüllt. Okay, wie nimmt man teil an dem Ganzen? Ja, ganz einfach, man hat eine Tron Wallet und all diese Boni werden automatisch und in Echtzeit an alle Paysetter ausgezahlt. Ja? Insgesamt 3,6% des globalen Crowdfunding und insgesamt 2,5% der Handelsgewinne. Alles in Echtzeit auf eure Tron Wallet. Wir werden also insgesamt 3 Mitgliederkategorien haben. Mitglieder, die jetzt Stufen 1 bis 7 gekauft haben, Mitglieder, die Stufen 8 bis 10 gekauft haben, und es wird sogenannte VIP-Kunden geben. Und über diese VIP-Kunden sprechen wir jetzt. Und zwar, wenn man alle Einstiegsstufen 1 bis 10 gekauft hat, ist man berechtigt, an dem VIP-Programm teilzunehmen. Das heißt, man verbindet sich über eine API-Schnittstelle mit eurem Binance meinetwegen Account und alle Gelder bleiben bei euch auf dem Konto auf Binance und Endotech handelt damit. Ja? Und hier werden 100% der Gelder in den Handel fließen. Im Crowdfunding sind es 50-70% und hier werden es alle 100% sein. Und hier kann man schon mit 20.000 einsteigen, weil sonst akzeptiert Endotech nur institutionelle Kunden, die mindestens 1 Million Dollar mitbringen müssen. Und hier als Daisy VIP-Kunde reichen 20.000, um hier teilzunehmen. Und die Einrichtungsgebühr ist nur 5%, für die institutionellen Kunden sind es 10%. Und ihr behaltet 80% des Gewinns und im Daisy Crowdfunding sind es 70. Und 10% fließen in den Empfehlungsplan. Und zwar werden die hier gleichmäßig aufgeteilt auf die 10 Ebenen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen VIP-Kunden in der zweiten Ebene habt, dann bekommt ihr 1% von seinem Handelsgewinn. Ja? Wenn ein VIP-Kunde sich in Ebene 7 befindet, dann bekommt ihr auch 1%. Also jeweils 1% auf die Handelsgewinne. Und wenn man jetzt Daisy beitreten möchte, hier teilnehmen möchte, dann muss man eine Tron Wallet haben und Tron Link ist die beste Wallet, um hier teilzunehmen. Ihr braucht für die Teilnahme braucht ihr USDT, TRC. Wir haben hier einen kleinen Tippfehler.
Das ist TRC20. Das heißt, Stablecoin, der auf der Tron-Blockchain läuft. Ja, also die Adresse wird dieselbe sein wie die Tron-Adresse in eurer Tronlink-Wallet. Allerdings wird es ein Stablecoin sein. Wie kommt ihr an diesen Stablecoin? Wenn ihr schon Trons habt, könnt ihr die ganz easy swappen nach USDT in der Tronlink-Wallet. Ja. Wenn ihr noch kein USDT habt oder noch kein Tron habt, dann könnt ihr Trons kaufen mit einer Kreditkarte über die, zum Beispiel über die Clever Wallet oder über Binance. Binance ist die günstigste Alternative, würde ich sagen. Da könnt ihr USDT kaufen, da könnt ihr Tron kaufen, weil ihr braucht etwas Tron braucht ihr immer auf der Tronlink App, damit ihr für die Transaktionen bezahlen könnt. Ja? Das heißt, wenn ihr jetzt mit Paket 1 einsteigen wollt, braucht ihr 100 USDT plus ja, meinetwegen 5 Dollar in Tron. Es werden viel weniger sein, die man bezahlt als Gebühr, aber es empfiehlt sich immer, etwas Tron auf der Wallet zu haben, um für die Transaktionen zu bezahlen. Okay. Ja, und sobald ihr die Tronlink Wallet mit USDT und Tron gefüllt habt, braucht ihr lediglich nur einen Registrierungslink, den bekommt ihr von eurem Sponsor und dann kauft ihr die Einstiegsstufe 1 und könnt jederzeit upgraden. Ja, das war's eigentlich auch schon. Das wäre der Empfehlungsplan von Daisy. Und wenn ihr noch Fragen habt, wendet euch bitte an euren Sponsor oder klickt auf den Link unter diesem Video. Er führt zur Telegram-Gruppe, wo wir alle Fragen beantworten können. Ja? Solche Videos werden immer wieder hochgeladen von anderen Teilnehmern, anderen Vertriebspartnern. Aber wenn ihr momentan das Original schaut, dann findet ihr den Telegram-Link unter diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, den Empfehlungsplan besser zu verstehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit Daisy.